Ja, und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angezockt hier auf Turlock CK Let's Play. Und wie unschwer zu erkennen, werden wir heute mal in Train Sim World 3 reinschauen. Ich werde es nicht von Grund auf neu erklären, weil ich davon ausgehe, dass hier sowieso nur Simulationsfans reingucken werden oder Leute, die einfach mal schauen wollen, wie das Spiel so ausschaut. Deswegen gehen wir jetzt nicht auf jedes einzelne Detail aus. Mir ging es hauptsächlich darum, wie schaut es aus im Vergleich zum Train Sim World 2 und wie ist es generell, und dazu mache ich ein kleines Angezockt. Und zwar habe ich mir vorgestellt, wir machen drei kleine Folgen. Das eine, heute wird es ums Trainingszentrum gehen, das haben wir hier schon gehighlightet. Und dann machen wir noch eine Folge Güterverkehr und eine Folge Personenverkehr. Und dann schauen wir mal, wie es so ankommt. Und wie immer, wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr das dann gerne in die Kommentare schreiben. Und dann schauen wir mal, ob wir noch mehr dazu machen, weil für ein richtiges Let's Play ist es meiner Meinung nach nicht wirklich geeignet, weil da tatsächlich nur Hardcore-Zugfans irgendwie sich verlaufen würden, gehe ich mal davon aus. Für alle anderen dürfte das auf Dauer zu langweilig werden. Gut, wie gesagt, wir haben hier das neue Menü, gefällt mir ehrlich gesagt schon mal deutlich besser als bei Train Sim World 2, ist übersichtlicher, erinnert ein bisschen an EA Sports, macht aber nichts. Die DLC-Politik ist hier eine ähnliche. Du kaufst dir für 30 Ocken ein Spiel und dann kannst du dir für 1000 Euro DLCs dazu kaufen. Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie das Ganze er oder sie für sich handhabt. Wir haben, wie gesagt, hier das Trainingszentrum. Da gibt es so ein kleines Grundlagentraining. Das habe ich natürlich schon abgeschlossen. Dann gibt es eben Training für sämtliche Züge, die man hier so im Spiel hat. Das sind jetzt bei mir wahrscheinlich ein paar mehr wie beim reinen Grundspiel, weil ich tatsächlich vom Train Sim World 2 ein paar Downloads hatte und die werden tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen alle, weil was ich so mitgekriegt habe, nur größtenteils integriert. Das läuft auch automatisch beim Installieren ab. Was jetzt im Einzelnen geht und was nicht geht, weiß ich leider auf Anhieb nicht. Da müsste ihr eventuell Community Hub oder NES befragen oder diverse Foren. Was ich auch nicht gemacht habe, ich habe keinen Live-Account. Man könnte quasi seinen alten Account hier importieren, indem man vorher in Train Sim World 2 exportiert. Ich wollte aber einfach bei Null anfangen, ohne DevTail Live-Account, sondern mit einem neuen. Deswegen habe ich eben auch diese Grundlagen nochmal gespielt und bin quasi einfach nochmal bei Null gestartet. Man kann hier das Trainingscenter auch zu Fuß erkunden. Da schauen wir jetzt mal ganz kurz rein, während ich noch so ein bisschen vor mich hin labere. Man sieht eben hier das Hauptgebäude vom Trainingscenter. Da wird man auch in der Einführung entsprechend durchgelotst. Hier stehen sämtliche Züge, die man so hat. Oder zumindest die meisten davon nicht. Nee, müsste eigentlich alles in irgendeiner Art und Weise hier vorhanden sein. So, dass man die sich auch optisch anschauen kann. Und das werden dann vermutlich entsprechend mehr, wenn man sich noch mehr kauft. Allerdings wird es wahrscheinlich nur bis zu einer bestimmten Grenze gehen, weil man kann sich ja doch einen ganzen Batzen Anzügen hier dazu holen. Und wenn ich mir das so anschaue, stehen hier, glaube ich, nicht. Ja, obwohl, es ist eigentlich schon ganz schön voll. Naja, ich will nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig versprechen. Müsst ihr ausprobieren. Die, die ich habe, stehen hier scheinbar alle in der einen oder anderen Form rum. Kann man, wie gesagt, einfach mal zu Fuß erkunden und sich ein bisschen umschauen. Kann man allerdings auch im Rahmen der Einführung entsprechend spielen. Und dann wird man da auch rangeführt, was man hier so entdecken kann. Ich gehe jetzt gerade mal wieder raus, mache einen kurzen Cut an der Stelle und dann sehen wir uns gleich wieder im Menü. So, und dann sind wir hier auch wieder im Menü angelangt. Trainingszentrum habe ich ja schon gesagt. Dann gibt es noch das Menü zu den Zügen. Da kann man jetzt hier entweder Szenarien anwählen, nach Fahrplan fahren oder Trainingsmodule abschließen.
Da muss man ein bisschen aufpassen, weil manche sind quasi untereinander verknüpft und kommen doppelt vor. Und wer gehofft hatte, es gibt den Fehler nicht mehr, dass man eine Mission nicht fertig spielen kann. Doch, die gibt es immer noch. Bis jetzt allerdings Gott sei Dank nur aufgetreten, wenn ich etwas aus dem falschen Menü gespielt habe. Das liegt scheinbar an der Einführung von RainSimWorld 2. Ich weiß es aber nicht, ist unbestätigtes Gerücht. Wir haben nämlich hier zum Beispiel, seht ihr selber, zwei Class 66 Einführungen. Die eine. Das heißt, nein, das ist falsch. Beide finden sich im Trainingszentrum. Wenn ich hier Training auf die Klasse 66 gehe, habe ich hier die Einführungsmissionen. Die hier ging wunderbar. Die konnte ich nicht abschließen, wenn ich hier gespielt habe. Aber als ich dann aus... halt, nein, wir müssen noch eins raus. Nicht aus dem Trainingszentrum gespielt habe, sondern... Ich glaube, es war sogar bei Eisenbahn. Reisen. East Coast, wie haben wir hier? Genau, da kam dann nochmal die Einführung und im Rahmen dieser Reihe konnte man das dann auch spielen. Ihr seht schon, es gibt hier geführte Reisen. Da kann man eben für einen bestimmten Abschnitt mehrere Missionen hintereinander machen. Da habe ich hier eben auch schon angefangen und die East Coastway Reise werden wir dann auch bei der Güterzugfahrt sehen. Das wird dann die zweite Folge werden. Da fahren wir eben in der Class 66 und machen eine Mission hier aus Eisenbahnreisen. Dann kann man natürlich auch einfach eine bestimmte Strecke auswählen. Jetzt zum Beispiel Rhein-Ruhr. Und hier einfach entsprechend Szenarien, Trainingsmodule und einen Fahrplan auswählen. Ich würde die Option jetzt einfach wählen, wenn ich Fahrplan machen will. Wenn ich die Szenarien machen will, würde ich die geführte Reise nehmen. Und wenn ich die Trainingsmodule machen will, würde ich die quasi über den... Das Zugmenü starten. Jedenfalls, ich finde es deutlich übersichtlicher wie bei Train Sim World 2. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns gleich einmal so ein Einführungselement an, am besten übers Trainingszentrum. Und dann gucken wir uns das einmal an. Und wie gesagt, Güterzugverkehr machen wir dann in Folge 2 und Personenverkehr in Folge 3. Eins noch vorweg. Vielleicht kennt der ein oder andere auch das Problem, Festplattenfehler konnte nicht installiert werden. Gab es bei Train Sim World 2 schon. War nicht jeder davon betroffen. Ich hatte das Ganze auch. Und auch dieses gibt es immer noch bei Train Sim World 3, was allerdings unter Umständen eben auch mit dem Import von Train Sim World 2 zu tun haben kann und da der Fehler einfach mitgenommen wird. Ich weiß es nicht. Unabhängig davon, es gibt nach der Installation dann ein Update, da wird ein Download gestartet und dann kommen Festplattenfehler und der Download wird nicht abgeschlossen, man kann nicht mehr spielen. Man behebt das Ganze, indem man sein Antivirus kurz deaktiviert, dann das Spiel installiert, beziehungsweise den Download installiert, das Update und dann ist wieder alles im grünen Bereich. So, jetzt haben wir aber genug gequatscht. Wer bis hierhin durchgehalten hat, Glückwunsch und Dankeschön. Und wir gehen jetzt rein ins Trainingszentrum und starten ein Training und wir trainieren den ICE BR406. Und ich werde auch gar nicht so auf die Details zu eingehen, weil ich bin tatsächlich kein Experte. Deswegen will ich da gar nicht zu viel sagen, was dann unter Umständen nicht stimmt. Und wir machen jetzt als erstes, auch wenn es nicht ganz oben steht, die Einführung und schauen mal, was uns da so erwartet. Gibt natürlich auch einen schmucken Ladeschirm, ist leider immer dasselbe, aber es lädt auch nicht allzu lange und dann ist man auch schon drin im Spiel bzw. in seinem entsprechenden Szenario. Und dann kann es auch schon losgehen. Das Ganze ist... Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb eines elektrischen Hochgeschwindigkeitszuges ICE 3M geführt.
wie man das schon kennt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Zugvorbereitung, wesentliche Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Geführt durch Menüs und mit Sprachausgabe. Und das ist natürlich in der Einführung noch ein bisschen mehr, als es später dann im Spiel ist. Da muss man dann tatsächlich auch wissen, wo man hindrückt, habe ich festgestellt. Und wir steigen jetzt hier mal ein. Die Steuerung hat sich nicht großartig verändert, wobei man jetzt hier dazu sagen muss, die Türe öffnen wäre wahrscheinlich schlecht, gell? Spiele hier mit Maus und Tastatur im Moment. Das geht auch mit dem Controller, das verwirrt mich aber irgendwie ein bisschen. Im normalen Fahrbetrieb wird dieser Zug durch einen Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. Jedoch ist dieser Stromabnehmer momentan gesenkt. Wir müssen deshalb die ersten Einstellungen mit Hilfe der Hilfsbatterie vornehmen. Genau, jetzt gehen wir erstmal hier in unseren Führerstand. Ich spiele wie gesagt aktuell mit Maus und Tastatur, weil ich da gerade im Moment am besten zurechtkomme. So, jetzt brauchen wir den Batterieschalter. Dann haben wir auch schon gesehen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Dass sich etwas tut und dann werden wir uns hier mal in den Lokführersitz schmeißen. Wie gesagt, ich kann... Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Zu den technischen Details. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und mit der Oberleitung verbindet. WB gesperrt. So, dann machen wir hier den Hauptschalter. Man wird aber relativ gut rangeführt. Stellen Sie die Außenlichter für den normalen Fahrbetrieb ein. In dieser Einführung fahren Sie in den Kölner Hauptbahnhof ein, um den Fahrgastbetrieb durchzuführen. So, ich muss mal hier noch meine Schalter. Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Suchen, weil ich mich hier noch nicht so auskenne. Wie gesagt, zu den technischen Details kann ich nicht so viel sagen, weil ich nicht der absolute Zugfreak bin und mich hier auch noch nicht hundertprozentig eingearbeitet habe. Den Leistungsregler betätige ich in der Regel mit der Tastatur, weil das ist im Prinzip für alle gleich. Selbst wenn wir hier noch ein bisschen raufgehen, müsste ich dann das Ganze auch in Bewegung setzen. So. Und dann schauen wir mal, dass wir auf 10 km/h kommen. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Wir können ja mal noch ein bisschen mehr Schub geben. Was ich auf jeden Fall schon sagen kann. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit. Achso, jetzt wenden hätte ich Sie mich ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Okay, für die Bremse haben wir hier den Hebel. Kann man aber eben auch mit. Bremse auf der Tastatur betätigen. Und wir haben die jetzt mal ganz kurz betätigt und werden hier in den Bahnhof einrollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Schwung reicht. Wir können in der Zwischenzeit einfach mal das Ganze von außen uns anschauen. Da haben wir wieder zwei Optionen. Einmal mit der normalen Außenkamera und einmal mit der freien Kamera, die wir dann auch nach Bedarf verschieben können und eben einmal um den ganzen Zug rumwandern, so wie uns das gefällt, oder eben auch nach hinten gehen. Die lässt sich einfach mit dem Pfeiltasten steuern und in die Richtung
wo die Maus gerade hin zeigt. Und dementsprechend, was ich mich jetzt gerade frage, ich habe doch eigentlich die Oberleitung ausgefahren. Und warum ist die unten? Da gehen wir jetzt gerade mal noch einmal rein. Ich habe nämlich keine Ahnung. Irgendwo wird es sich schon gehoben haben. Sehen tue ich es leider nicht, finde ich ein bisschen schade. Wir können ja gerade. Achso, ne, können wir nicht. Das ist die freie Kamera. Wir können ja gerade mal einmal über den Zug fahren. Und schauen, ob wir irgendwo einen gehobenen Stromabnehmer finden. Ah ja, doch, da ist er. Alles klar. Gut. Ich habe nichts gesagt, wir kriegen schon Strom. Es war nur nicht der, den ich vermutet hätte, sondern einfach irgendein anderer. Und ja, am Ende des Tages ist die Aufgabe eben hier, wie gesagt, in den Bahnhof einzurollen. Ich fürchte, dass wir hier einfach ein bisschen zu wenig Anfangsgas gegeben haben. Ich hätte den guten Mann nicht abwürgen dürfen, sondern ich hätte ihn ausreden lassen sollen, dann wäre das wahrscheinlich besser gegangen. Deswegen gebe ich jetzt hier auch noch einmal Gas. Ich weiß, dass der ICE ein bisschen länger zum Stehen braucht, wie meine leere Güterzuglok. Deswegen kann es passieren, dass ich mich jetzt gleich furchtbar blamiere und mal vollkommen übers Ziel hinten hinausschieße. Ich hoffe, dass es nicht passiert, aber wie gesagt, garantieren kann ich es nicht. Wir sollten jedenfalls nicht schneller als, oder nicht wesentlich schneller als 15 km/h über die Weichen rappeln. Das verträgt sich nämlich gar nicht, habe ich festgestellt. Und dann sehen wir da vorne auf alle Fälle schon mal unseren Haltepunkt. Und wir werden auch schon ein kleines bisschen selbsttätig langsamer, das passt schon. Aber so richtig auf die Bremse steigen werde ich jetzt tatsächlich erst, wenn wir näher dran sind. Ich gehe nämlich jetzt einfach mal davon aus, dass der ICE ein bisschen bessere Bremsen hat wie meine alte Güterzuglok, mit der ich sonst unterwegs war. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir entsprechend safe zum Stehen kommen. Bremsen uns schon einmal ein bisschen ein. Hier in Köln haben wir meines Wissens keinen Kopfbahnhof. Das heißt, da hinten endet das Ganze nicht in der Wand, so wie in München zum Beispiel. Ich bin mir allerdings, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht ganz sicher. Ich weiß, dass man München nicht übers Ziel hinausschießen sollte, weil da endet man nämlich dann tatsächlich auf dem Trocknen. Und das wollen wir ja in der Tat nicht. Wir lösen die Bremse nochmal und gehen weiter mit den 10 km/h. Und dann hoffen wir, dass 50 oder, naja, sagen wir mal 60 Meter roundabout reichen werden. 9 km/h bei 80. 8 km/h bei 70. Nein, das ist noch ein bisschen zu schnell. Wir geben der ganzen Chose noch einmal ein paar Meter Platz. Und dann bremst man uns da nochmal vorsichtig ein. Das schaut eigentlich bis hierhin ganz gut aus und wir kommen mit geschmeidigen. Man muss es natürlich nicht ganz so sachte angehen, wie ich das jetzt hier mache. Aber vor allem, wenn man mit dem Zug noch nicht die Erfahrung hat, habe ich festgestellt, es lohnt sich, wenn man ein bisschen langsamer macht. Und dann nicht gleich übers Ziel hinausschießt. Und das wird doch quasi fast eine Punktlandung. Würde ich jetzt mal sagen.
werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Ja, das schaut eigentlich ganz gut aus. Und dann können wir die Türen entriegeln. Jetzt muss ich bloß schnell mal schauen. Türen. Links. Nein, ich will nicht beide öffnen. Nein, ich will rechts öffnen. So. Verriegeln Sie diesen Führerstand und wechseln Sie in den anderen, während die Fahrgäste einsteigen, da wir den Bahnhof in der Richtung verlassen werden, aus der wir gekommen sind. Mhm. Achso, wir müssen hier. Ah, alles klar. Und sich die Zugbremse auflösen. Jawohl. Signal aufgedimmt. Jawohl. Richtungswind auf aus. Jawohl. Und dann gehen wir ins andere Türhaus. Und zwar gehen wir da am besten über den Bahnsteig. Was denn hier drüben? Wir wollen nach Siegen. Das soll uns aber nicht interessieren. Hier steht leider nichts dran, wo wir hin wollen. Sieht der Kölner Hauptbahnhof eigentlich tatsächlich so aus? Also für mich als Laien, ich finde ihn ja ziemlich gut, aber ich habe tatsächlich keine Ahnung. In Köln am Bahnhof war ich tatsächlich noch nicht. So, die Tür. Geht die von selber zu? Nein. Sollte sie zwar eigentlich, glaube ich. Aber was soll's? Zack. Wir setzen uns hier wieder in unseren Sitz. Dann stellen wir den Richtungswind auf vorwärts. Störung. Flugbeeinflussung. Wird nie gesperrt. Den Stromabnehmer. Wir stellen unsere Spitzensignale ein. Und es steigt keiner mehr ein oder aus. Und das heißt, wir können die Türen, in dem Fall sind sie rechts. So, na, ich will beide Seiten schließen. Schließvorgang eingeleitet. So. Gute Arbeit. Dieser Zug ist jetzt abfahrbereit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Ja, und damit könnten wir dann starten. Und so sieht es aus, wenn man an den Zug herangeführt wird, in dem man noch nie gesessen ist. Also wie gesagt, gut, ich habe im TSW2 schon mal eingefahren, aber das ist schon eine ganze Weile her. Deswegen auch diese Planlosigkeit, aber ihr seht, man wird trotzdem ganz gut durchgeführt. Kommt also durchaus damit zurecht, wenn man nicht so der Zugcrack ist und nicht so wahnsinnig erfahren. Fazit meinerseits, man kann mit dem TSW3 einsteigen. Das sowieso, wenn man auf Simulatoren steht. Man kann durchaus auch von 2 auf 3 umsteigen. Wie gesagt, Menüführung finde ich persönlich besser. Dynamisches Wetter ist auch ein Faktor, den man meines Erachtens nicht außer Acht lassen soll. Macht auch Spaß, habe ich zwar jetzt persönlich noch nicht erlebt, aber so lange gibt es das Spiel ja auch noch nicht und so 24/7 zocken tue ich ja auch nicht. Es macht wahrscheinlich Laune. Ich kenne es ja vom Truck Simulator, wenn das Wetter während der Fahrt wechselt. Bis jetzt war es bei mir immer schön. Oder es hat geschifft wie das Eimern, aber dann Touchur und ohne Wechsel. Nichtsdestotrotz ein Faktor, den man beachten sollte. Es gibt hier und da kleinere Macken. Ich glaube aktuell noch mit der jetzigen Erfahrung des Spielstands, es liegt daran, dass die Sachen einfach vom TSW2 importiert wurden und die Macken da sind, wo sie auch vorher schon waren. Also deswegen würde sich, oder lohnen ist da der falsche Begriff, kann man auch updaten.
Weil die Macken hat man eben auch im Zweier, weil sie von daher kommen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich weiß es nicht, habe aber bis jetzt noch nichts gefunden, was total aus der Reihe fällt. Wie gesagt, die eine Mission, die ich nicht beenden konnte, war natürlich Mist, aber das war auch nur so eine 20-Minuten-Mission. Das geht noch ärgerlich natürlich, wenn es eine zweistündige ist. Deswegen vielleicht vorher immer mal gucken, ob es irgendwie doppelt vorhanden ist oder ob es aus dem alten Spiel kommt oder eben vom Dreier. Ich finde es persönlich ganz gut gelungen. Wie gesagt, Menü gefällt mir ganz gut. Ist, finde ich, viel übersichtlicher wie im Zweier. Da bin ich immer schier verzweifelt, dass ich da hinfinde, wo ich hin wollte. Letzten Endes muss natürlich jeder für sich selber wissen. Aber von meiner Seite kann ich eine Empfehlung geben. Es gibt jetzt keinen Punkt, wo ich sage, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall machen. Und eben auch für einen kompletten Neuling. Es lohnt sich, hier einzusteigen oder beziehungsweise es ist kein Problem, wenn man hier einsteigt und keinen von den Vorgängern hat. Meiner Meinung nach. So. Jetzt hoffe ich, das hat euch gefallen. Wie gesagt, heute erstmal Trainingscenter, Einführung. Wie schaut es aus, wenn man einen Zug hat, den man noch nicht bewegt hatte? Und in der nächsten Folge macht man eben dann einmal Güterzug. Dann nehmen wir die Class 66 in England. Da habe ich auch schon ein bisschen angefangen. Mit der kenne ich mich schon ein bisschen aus. Da gehen wir eben in die geführte Geschichte. Und dann in der dritten Folge macht man einen Personenzug. Da werden wir wahrscheinlich irgendwie deutsche S-Bahn, irgendwie sowas in der Richtung machen. Und genau, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr dürft es gerne jetzt schon in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr davon sehen wollt und wenn ja, was. Also eher verschiedene Züge oder eher so eine komplette Story. Ich weiß, es wäre besser zum Streamen. Ich weiß, es ist auch nicht als Let's Play unbedingt geeignet. Deswegen bin ich da gespannt, ob in den Kommentaren sich was findet, was ich effektiv verwerten kann, wie wir weitermachen. Streamen ist bei mir halt nach wie vor das Problem. Beim Streamen muss ich immer live dabei sein, daher der Name. Wird sich vermutlich so in der Form, wie ich es gerne machen würde, nicht ausgehen. Deswegen bitte ich da wie immer um Nachsicht und sage ansonsten danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr schaut dann auch in die anderen beiden angezockt Folgen rein und sagt bis dann, danke und ciao, ciao.